Moin Moin, hier ist Kerstin von Vatten Yoga. Willkommen zu unserer guten Morgen-Yoga-Einheit. Die macht dich warm, die weckt dich auf, die macht dich fit fürs Wochenende. Du brauchst nichts weiter als deine Yogamatte und natürlich dich selbst. Und ich würde sagen, dann legen wir los. Hopp ob du Mat und los geidert. Auf deine Matte. Wir beginnen im Fersensitz. Solltest du hier Probleme oder Schmerzen haben, komme gern in Sukhasana, den Schneidersitz, oder bringe ein Kissen zwischen deinen Oberschenkel und deinem Unterschenkel. Sitze schön gerade, Schultern weg von den Ohren, deine Hände liegen entspannt auf den Oberschenkeln. Schließe die Augen und komm erstmal in Ruhe auf deiner Matte an. Atme ruhig und gleichmäßig. Dann atme tief ein und durch den Mund wieder aus. Nochmal ein und durch den Mund wieder ausströmen lassen. Tief einatmen und aus. Dann beginnen wir mit unserer Nasenatmung. Du atmest durch die Nase ein, lässt den Atem am Gaumen entlang fließen und atmest dann durch deine Nase wieder aus. Das klingt wie eine kleine Welle, die durch deinen Rachen fließt. Diese Atmung versuchen wir jetzt durch die ganze Einheit zu halten. Beim nächsten Einatmen bringst du deine Arme gestreckt über den Kopf und ausatmen im Namaste vors Herz. Einatmen, Arme über die Seiten wieder nach oben und ausatmen, Hände vors Herz. Noch einmal. Einatmen, Arme nach oben. Über den Kopf und ausatmen vors Herz. Beim nächsten Einatmen, Arme nochmal nach oben und dann drehst du dich nach rechts auf. Deine linke Hand kommt auf deinem rechten Oberschenkel. Deine rechte Hand stellst du hinter deinem Po auf. Machst dich schön gerade, ziehst dich in die Länge. Und beim Ausatmen drehst du dich noch etwas nach rechts auf. Beim nächsten Einatmen wieder die Hände über den Kopf strecken und zur linken Seite aufdrehen. Rechte Hand kommt auf deinen linken Oberschenkel und die linke Hand hinter dem Po aufgestellt. Dein Rücken ist gerade und beim nächsten Ausatmen drehst du dich noch etwas nach links auf. Dann komm einatmend wieder in die Mitte. Ausatmen kommst du in den Vierfüßler. Hände unter den Schultern, Knie unter der Hüfte.
Beim nächsten Einatmen kommst du in die Kuh. Ausatmen, Katzenbocke. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Katzenbocke. Noch ein paar Mal in deinem eigenen Atemrhythmus. Dann komm in die neutrale Position. Dein Nabel zieht zum Rücken. Beim nächsten Einatmen löst du deine linke Hand vom Boden und bringst sie Richtung Himmel. Du drehst dich also nach links auf. Es ist egal, wie weit du deinen Arm nach oben bekommst, nur so weit, wie es gut für dich ist. Beim nächsten Ausatmen senkst du wieder ab. Einatmen, löse nun die rechte Hand vom Boden und drehe dich nach rechts auf. Strecke deinen Arm so weit wie möglich nach oben. Und beim nächsten Ausatmen bringst du die Hand wieder zum Boden. Einatmen zur linken Seite. Ausatmen, absenken. Einatmen zur rechten Seite. Ausatmen, absenken. Noch einmal einatmen, linke Seite, ausatmen, absenken, einatmen, rechte Seite, ausatmen, absenken. Neutrale Position. Einatmen, bringe dein rechtes Bein nach hinten und beim Ausatmen führst es unter den Bauch und stellst es zwischen den Händen ab. Mach deinen Rücken schön gerade und lang. Wenn du möchtest, kannst du dein linkes Knie noch etwas nach hinten bringen, um die Dehnung in deinem linken Oberschenkel noch etwas zu verstärken. Beim nächsten Einatmen kommst du in den Halbmond. Streck dich schön lang nach oben, zieh dich in die Länge. Ausatmend kommst du in einer fließenden und weichen Bewegung wieder nach unten. Mach deinen Rücken nochmal schön lang. Und dann streckst du dein rechtes Bein, löst die Fußspitze vom Boden, sodass du nur auf der Ferse bist. Dein Rücken ist schön lang und du spürst eine Dehnung auf der Hinterseite deines rechten Beines. Einatmen und beim Ausatmen kannst du deinen Kopf noch etwas Richtung Knie bringen. Einatmen. Bring den Fuß wieder zum Boden, mach deinen Rücken nochmal schön lang und bring dein Bein zurück in den Vierfüßler. Neutrale Position. Dann drehst du deinen linken Unterschenkel von der Matte herunter zur linken Seite, stellst deinen rechten Fuß auf und kommst in den halben Seitstütz. Atme ein und bringe deine rechte Hand nach oben über den Kopf. Drehe dich auf. Wenn du noch etwas mehr Dehnung spüren möchtest, bring deine rechte Hand zum Mattenanfang und genieße die Dehnung auf deiner gesamten rechten Körperhälfte. Dann löse auf und komme wieder in den Vierfüßler.
Beim nächsten Einatmen bringst du dein linkes Bein gestreckt nach hinten. Ausatmen, zwischen den Händen aufstellen. Mach deinen Rücken schön gerade. Auch hier kannst du dein rechtes Knie noch etwas nach hinten bringen, um die Dehnung zu verstärken. Einatmend kommst du in einen wunderschönen Halbmond. Mach dich lang. Ausatmend in einer fließenden Bewegung wieder nach unten kommen und nach hinten schieben, um dein linkes Bein zu dehnen. Einatmen, Rücken schön lang und ausatmend kannst du den Kopf zu deinem Knie bringen, um die Dehnung noch etwas zu verstärken. Einatmend löst du auf. Machst deinen Rücken nochmal schön lang und kommst zurück in den Vierfüßler. Dann drehst du deinen rechten Unterschenkel nach außen und kommst in den Seitstütz auf der rechten Seite. Jetzt wandert dein linker Arm nach oben. Dreh dich schön auf. Und wenn du ein kleines bisschen mehr möchtest, strecke deinen linken Arm nach vorn zum Mattenanfang. Genieße die Dehnung in deiner rechten. Falsch. Genieße die Dehnung in deiner linken Körperhälfte. Dann komm zurück in den Vierfüßler. Stelle deine Füße auf und schiebe dich langsam in den herabschauenden Hund. Trete auf die Stelle, um deine Muskeln vorsichtig zu dehnen. Zieh deinen Rücken in die Länge. Und dann komme in kleinen Schritten zum Mattenanfang. Deine Beine sind gebeugt. Lege deinen Oberkörper darauf ab. Alles ist entspannt. Deine Arme, deine Schultern. Deine Hände und auch dein Gesicht. Genieße die Dehnung in deinem unteren Rückenbereich. Du kannst die Arme gern verschränken, um diese Dehnung noch etwas zu verstärken. Pendel etwas hin und her. Dann bring die Hände wieder zum Boden. Einatmend kommst du in die halbe Vorbeuge. Ausatmen, wieder absenken. Bring dein rechtes Bein zurück. Lege deinen Unterschenkel auf den Boden ab und komme einatmend in den Halbmond. Ausatmend kommst du auf den Bauch, einatmen in die Kobra. Ausatmend schiebst du dich wieder zurück in den herabschauenden Mond.
Lasse den Hund ruhig werden und atme ein paar Mal hier ein und aus. Dann komme wieder nach vorn an den Mattenanfang, in die ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, senkst du dich wieder ab. Jetzt komm dein linkes Bein nach hinten, lege deinen Unterschenkel auf den Boden ab und komme in den Halbmond. Schön lang machen, absinken, komme auf den Bauch, um beim nächsten Einatmen in der Kobra zu sein. Ausatmend kommst du zurück in den herabschauenden Hund. Komm in einen stillen Hund und atme hier ruhig weiter. Dann senke deine Beine ab, lande im Vierfüßler und komme in den Fersensitz. Einatmen, bringst du die Hände wieder über den Kopf und ausatmend kommst du in die Kaktusarme. Dehne deinen Brustkorb schön auf. Einatmen, wieder nach oben. Ausatmen, Kaktusarme. Einatmen, nach oben, ausatmen, Kaktusarme. Dann senke die Arme ab und komme in die Pose des Kindes. Deine Knie sind mattenbreit aufgestellt, deine Hände nach vorn gestreckt und dein Kopf senkst du langsam Richtung Matte ab. Dein Rücken ist schön lang und gerade. Wenn du dich so nicht wohlfühlst, kannst du gerne die Fäuste übereinander stapeln und deine Stirn darauf ablegen. Wir bleiben noch einen kleinen Moment hier. Du hast es geschafft. Komm in dein Sukhasana, in den Schneidersitz. Setz dich schön gerade hin. Es hat mir wieder viel Freude bereitet. Wir sind jetzt fit für den Tag. Mach was draus. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Wenn du mehr sehen willst, drück einfach den Daumen hoch.
oder abonniere am besten meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Du kannst mich aber auch auf Instagram und Facebook besuchen. Ich freue mich aufs nächste Mal und verabschiede mich von euch. Namaste.